Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Monstrum. Ja, beim letzten Mal hätten wir es fast geschafft. Uns hätte nur noch die Luftpumpe gefehlt. Bin ich ja jetzt mal gespannt, ob wir es heute besser hinkriegen, ob wir heute entkommen. Ich glaube da eher nicht so dran, aber schauen wir mal. So, das haben wir. Die Fuse nehmen wir wieder mit. So. Schubladen ist ja meistens nie was. Dann schauen wir doch mal, ne? Gucken, ob hier irgendwas Spannendes ist. Noch eine gute Nachtgeschichte. Das ist wieder sehr prima. Ich bin ja mal gespannt, welches Monster uns heute ärgern möchte. Hoffentlich nicht The Fiend, den mag ich nicht. Obwohl Big Daddy mag ich auch nicht so. Können Sie nicht mal irgendwie so einen Sandbox-Mode hier machen? Das wäre richtig nice. So, machen wir schon mal auf. Hier ist sonst weiter auch nichts, ne? Nö. Ist ja mal wieder typisch. Noch ein Feuerlöscher. Ach, ich gehe wieder zurück, ne? Ich bin so eine Pappnase, ey. Ach, hier geht's gar nicht mehr weiter. Was soll denn der Scheiß? Dann gehe ich hier halt eben wieder rein und hier ist eine Cam. Ich hasse die Dinger ja, ne? Schnell. So, der Küche ist meistens auch nie was. Wo soll ich mich verstecken? Wir haben Big Daddy. Er zieht hier mal wieder so seine Kreise. Das passt mir so gar nicht. Weil haben wir den einmal am Arsch, haben wir den immer am Arsch. Hier irgendwas, nur ein Glowstick. Sonst nichts, okay. Ah, hier war er drin. Noch eine zweite Taschenlampe. Vorne ist schon wieder so eine Kamera, ey. Okay, dann wären wir, glaube ich, mit Deck 5 schon mal so weit durch. Ja, gerne springen, aber ich habe Angst, dass er mich hört. So, hier waren wir ja überall schon. Dann nehmen wir mal die Treppen. Ich bin schon wieder so angespannt, ne? Ihr merkt das, ne? Wenn ich so ruhig werde. Hab bis jetzt noch nichts Gescheites gefunden, ey.
Radio. Wenigstens etwas schon mal. Nein, wach zu. Ich bin nicht hier drin. Nein, ich bin nicht hier drin. Oh Mann. Wie ich da mal voll nicht drin war, ja? Ich war da überhaupt gar nicht drin. Ihr habt's gesehen. Ich war da überhaupt nicht drin, ja? Damit es mal klar ist hier. Boah, ey. Wie lange habe ich jetzt überlebt? 6 Minuten. Ach Mann, das ist doch nicht wahr, ey. Mann. Wie soll ich dieses Spiel denn jemals durchspielen, wenn ich einfach nichts finde und die Gegner mich aber finden? Finde ich nicht toll, sowas. Menno. Ist echt ärgerlich. Und wir haben wirklich nichts gefunden, außer ein Radio halt. Ist echt ärgerlich. Ich muss das Spiel mal ein bisschen lauter für mich stellen. So. Ist echt nicht einfach, das Game. Sieht immer so einfach aus, aber ist es nicht. Da gehört auch viel Glück dazu. Und halt auch ein bisschen Skill. Flink sollte man auch sein, was ich jetzt halt nun nicht bin. Aber wir kriegen das hin. Motivation! So. Haben wir diese Note schon? Egal, ich nehme sie einfach mal mit. Den Schrank öffne ich mal. Auch nichts drin. Nur ein Glowstick. Ach, den nehme ich mal mit. Einfach so, weil wir es können. Hier sind schon wieder die Treppen. Aber ich möchte erstmal dieses Abteil hier durch haben. Hier kommen wir her. Hier sind auch Treppen. Hier ist noch ein Raum. Ah, sieh mal einer an. Das Schweißgerät. Wissen schon mal etwas? Hier ist halt auch nur dieser übliche Stuff halt drin, den man hier immer findet. Hier schon? Ne, hier war ich noch nicht. Open it. So, hier ist nichts von Interesse. Kein Interesse an deiner Fresse. Hier schon ist alles so verwinkelt. Ja, hier war ich schon. Gehe ich hier nochmal zurück. Genau, hier waren wir gerade drin. Hier. Oh nö. Haben wir The Fiend? Also wir brauchen da auf jeden Fall was zum laut machen. Geräusche machen. Ihr wisst schon. Okay, dann sind wir, glaube ich, hier soweit durch. Dann marschiere ich mal nach vorne. Hui.
Ist aber auch wieder Nebel heute, ne? Immer diese schlechte Wetter. Ich hänge. Das ist total furchtbar. Ja. Ist mir aber egal. Ich wasche jetzt durch. Weil ich hier eigentlich auch mal was finden möchte. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ist ja mal wieder typisch. Nichts zu wollen hier. Habe ich diese Not schon? Egal, ich nehme sie mit. Gehe hier einfach mal raus. Und hier wieder rein. So, hier ist diesmal nicht die Cam, die eben da war. Ja, du kannst mich mal. So. Verstecken wir uns mal kurz hier. Ihr wollt ja auch wissen, ne, wer das Monster jetzt ist. So, aktuell höre ich gerade noch nichts. Wir haben The Fiend. Oh mein Gott. Ich mag den nicht. Der ist doof. Ich will nicht mit dem spielen. Der ist immer so gemein. Ich bin hier nicht. Oh, zeig doch nicht deinen Arsch in die Kamera. So, bist du dumm oder so? Was für eine Frechheit. Oh, ich will das nicht sehen, Mann. Was für ein Schmutzfink. Da hält er einfach seinen fetten Arsch in die Kamera. Ja, verpiss dich, ey, du perverses Stück. Gibt's doch nicht, ey. Was für ein Scheiß. So, jetzt hockt er hier natürlich rum und zieht seine Kreise. Doch am Arsch, Alter. Ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe wieder zurück auf die andere Seite. Dann ist The Fiend da hinten erstmal beschäftigt. Und wir schauen uns derweil die anderen Decks an. Gehen wir mal ganz nach unten. Hoch. Und gucken wir, ob es hier was Feines gibt. Zum Beispiel das U-Boot. So. Ah ne, hier muss die Batterie rein. Wir müssen auf die andere Seite. Dann haben wir das schon mal. Yay, Fortschritt. So, dann können wir das fallen lassen. Und dann gehen wir mal weiter. What is here? Ah, hier ist noch ein Räumchen.
So. Ich mache erstmal den Schrank auf. Falls er kommt, dass wir schnell da reinflitzen können. Hat ja eben schon so gut geklappt. So. Diesen Scheißschubladen ist aber auch nie was Gescheites. Jetzt höre ich die ganze Zeit die Musik vom Fiend. Das macht mich so ein bisschen wahnsinnig. Ach, hier sind wieder die Cargo-Holes. Mag ich ja immer nicht so. So, hier kommen wir ja wieder nach vorne. Soweit ich weiß, und in den Maschinenraum, glaube ich. Aber da möchte ich nicht so gerne hin, wenn ich ehrlich bin. Ach nee, wir sind wieder hier. Okay. Ich dachte, wir sind jetzt nach vorne gegangen. Ich habe ja sowieso eine Orientierung wie eine Bockwurst. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Wo waren jetzt die Treppen? Nee. Ah! Dann noch ein tiefer. Shit, da ist er ja schon. Aua, 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 lass mich, 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 lass mich. So, da hoch. Da hoch, schneller, schneller, schneller. Lauf, 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 lauf. So, der hat telekinesische Kräfte, das heißt, wenn er uns sieht, dann kann er uns, ja, wehtun halt. Deswegen müssen wir immer eine Wand zwischen uns und ihm bringen. So. Ist aber auch bedrohlich. Aber das Licht hat wieder nicht geflackert. Na gut, wir waren unten, da sieht man das nicht so deutlich. Aber trotzdem ist es halt immer so eine Sache bei dem. Hier ist halt gar nichts, ne? Ich hab diesmal überhaupt kein Glück, ey. Muss ich wieder eine Tür aufbrechen? Haben wir es jetzt nur dieses Schweißgerät gefunden und sonst nichts? Echt nicht schön hier. Hab überhaupt kein Glück heute. Hier ist nie was. Schnauze, Schnauze. Huch, wo stehe ich hier gerade? Ach so, auf dem Stuhl. Hier
Hier ist auch nichts. Hier ist überhaupt gar nichts. Also so wirklich überhaupt gar nichts. Ist jetzt hier der keine Ahnung wie viel der Raum. Diese scheiß Kameras, ne? Ist auch nix. Da war ich noch nicht drin. Das gibt's doch gar nicht. Warum ist denn hier nix? Fuck it, ey. Los, geh runter! Junge! Ich hab echt kein Glück heute, ne? Ich bin hier nicht. Und weh, du hältst schon wieder deinen Arsch in die Kamera, ne? Ich schwör. Dieser Typ, ne? Oh, das gibt's doch. Sophie hat sich einfach mal in Brasilien Buttlift machen lassen, ne? Und möchte jetzt damit angeben, dass er jetzt so einen richtig krassen Knackarsch hat wie Kardashian. Aber ich gebe ihm diese Bühne nicht. Weil das hier ist ein Kanal mit Würde und Niveau. Das war klar ist, ja? So. So, jetzt verpiss dich. Der ist hier noch irgendwo, ey. Ist er weg? Schnauze. Diese scheiß Kameras, ne? Ich schwör. Digga, ich schwöre, ich schlag hier gleich alles zusammen. Na los. Open it. Als ich sagte, ich möchte YouTube-Star werden, habe ich nicht das gemeint. Ich bin hier nicht. Ja, wo ist sie hin? Ich habe sie doch eben noch gehört. Ich bin nicht da. Ja, wo ist sie denn, die Ai-Haulin? Wo ist sie? Bin ich da? Zum Glück ist die Schublade da vorne, sonst würden wir jetzt wieder seinen Arsch sehen, ey. Na los, verzieh dich. Spät haben müssen. Ist klar. Nun geh! Zisch ab! Zehn
10 Jahre später kam der kleine Peter, schaute um die Ecke, um sich zu verstecken. Das war Real Talk, kann er jetzt mal gehen? Hat er sich festgepackt? Sag jetzt nicht, der hat sich festgepackt. Der hat sich festgepackt. Ich bin hier nicht, Alter. Verzieh dich. Der hat sich festgepackt. Oh nein, wieso hat er sich festgepackt? Mann, ich habe in dieser Folge überhaupt nichts erreicht. Oh Mann. Oh, und jetzt zeig uns, ich stell deinen Scheiß. Deinen wundervollen Hintern, ja? Deine wunderschönen Gesäßmuskeln. Oh. Der nutzt das jetzt wirklich aus, ne? Das gibt's doch nicht, ey. Er ist weg! Er ist weg! Oh mein Gott, das... Das hat ja jetzt auch nur 10 Minuten gedauert, ey. Dass die Kameras aber auch nur bei mir auslösen, ne? Nicht bei ihm. Sind ja jetzt diese scheiß Treppen, Mann. Hier. Oh! Na? Und öffne die Schubladen hier. Menschenskinder. Hier ist nix, hier ist nix. Und damit, meine lieben Freunde, beende ich diese Folge. Ja, ich weiß, wir haben nichts Gescheites hingekriegt, beziehungsweise ich habe nichts Gescheites hingekriegt in dieser Folge, weil sie viel einfach mal meint, seinen fetten Arsch in die Kamera zu halten, ja? Alle mal hier Hashtag Dankefiend in die Kommentare, ja? Nein, Spaß und, wie gesagt, wie es jetzt weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Sorry für den Cliffhanger, aber es muss leider sein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.